Sie schauen die Sendung Puls. Guten Abend miteinander und herzlich willkommen. Das sind Themen, die wir heute genauer anschauen. Fleisch und Krebs. Die WHO warnt und niemand hört hin. Was bringen solche Gesundheitswarnungen? Hörgeräte im Test. Ab wann lohnt sich eine Hörhilfe und wo sind ihre Grenzen? Lernen im Schlaf. Alles nur ein Wunschtraum? Ein Versuch zeigt, wie es geht. 2 Wochen ist es jetzt her, sogenannte Wurst-Gates. Der Tag, wo die Weltgesundheitsorganisation verkündet hat, dass sie Wurst und generell verarbeitete Fleischwaren als krebserregend einstuft. Gleich hoch wie das Rauchen und der Alkoholkonsum. Die Meldung hat sich dann auf allen Kanälen in ein Lauffeuer verbreitet, hat hohe Wellen geschlagen. Also gehört haben sie die Botschaft der WHO. Aber was hat sie bewirkt? Trotz amtlicher Gesundheitswarnung der WHO, die Wurst ist ein Erfolgsmodell. Ein mutmaßliches Krebsrisiko lässt kaum jemandem den Appetit vergehen. Ich habe das Gefühl, die Studie geht eine Woche und keiner weiß mehr etwas von der. Man liest schnell, oder? Und vergisst da wieder. Auch nach den jüngsten WHO-Warnungen florierte das Geschäft wie eh und je. Gar nicht gespürt. Bei uns war es ein ganz normaler Tagesablauf. Der Kopfsalat hat Quecksilber, der Lachs hat Salmonellen und. Und die Menschheit ist einfach so vergrämt, dass sie einfach sagen, es ist nicht mehr aktuell für uns. Um dieses WHO-Papier geht es. Die Behörde kommt darin zum Schluss, verarbeitetes Fleisch, also Wurst und dergleichen, wird künftig als krebsfördernd eingestuft. Sogar eine Höchstmenge wird empfohlen, 50 Gramm am Tag, mehr nicht. Rotes Fleisch stuft die WHO neu als wahrscheinlich krebserregend ein. Auch hier gilt, weniger ist mehr. Wirklich neu sind diese Aussagen natürlich nicht. Puls berichtete bereits vor 2 Jahren über eine Studie der Krebsforschungsstiftung WCRF. Rotes Fleisch ist eine überzeugende Ursache für Darmkrebs. Die Krebsstiftung stützte sich auf Beobachtungsstudien. Je mehr Fleisch, desto mehr Krebs. Doch solche Beobachtungsstudien haben vor allem einen Nachteil. Es sind sehr gute Studien, um Zusammenhänge zu zeigen zwischen Lebensstilfaktoren und gesundheitlichen Auswirkungen, die es gibt. Aber sie können keinen kausalen Zusammenhang, also keine Ursache und Wirkung aufzeigen. Auch die WHO kann deshalb nicht sagen, was genau Krebs verursacht. Auch wenn es um Zahlen geht, gibt es lediglich Annahmen. 34.000 Menschen sterben demzufolge an Darmkrebs wegen verarbeitetem Fleisch. Wenig im Vergleich zu 1 Million Lungenkrebstoten wegen Rauchen. Wurstessen und Rauchen werden aber von der WHO jetzt auf die gleiche Stufe gestellt. Sie hat verarbeitetes und rotes Fleisch neu auf ihre Liste der mutmaßlich krebserregenden Stoffe aufgenommen. In der Bevölkerung kommt die Botschaft kaum an. Es findet sich niemand, der deshalb sein Verhalten ändern will. Ich gebe nichts auf Studien. Dann machen wir wieder mal Studien, dann ist das wieder im Vordergrund, dann macht man wieder irgendetwas, dann kommt das andere wieder im Vordergrund. Wenn man alles untersuchen will, was man essen, dann denke ich, dann könnte man wahrscheinlich gar nicht mehr essen. Ja, man hört so viel, wird gewarnt und. Und dann kommt wieder das Gegenteil aus. Nein. Selbst auf der Homepage der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung sucht man vergeblich nach den jüngsten WHO-Erkenntnissen. Hier fürchtet man, dass wichtige Botschaften zur gesunden Ernährung nicht mehr ankommen. Die Leute werden so langsam müde, die Empfehlungen zu hören. Es ist auch für unsere Arbeit wichtig, dass die Leute nicht abgestumpft werden. Weil wenn wir dann wirklich ein relevantes Thema lancieren wollen und die Leute bereits bombardiert worden mit anderen Themen zur Ernährung, hören Sie uns dann vielleicht nicht mehr zu. Am Wurststand läuft das Geschäft nach wie vor. Hier macht man sich ganz andere Gedanken. Ich würde mal wundern, was so eine Studie kostet. Ich würde mich mal wundern, was so eine Studie kostet. Und schlussendlich, was bringt sie? Diese Frage gebe ich gerade weiter an Sabine Rohrmann. Sie sind Krebsepidemiologin und auch dabei war in dem Gremium der WHO, das die Wurstwarnung herausgegeben hat. Was bringt es?
Was bringt es? Es gibt Hinweise darauf, welche Zusammenhänge gibt es denn zwischen bestimmten Ernährungsweisen, zwischen dem Verzehr bestimmter Lebensmittel und dem Risiko zum Beispiel für Krebs, für kardiovaskuläre Erkrankungen oder zum Beispiel auch Diabetes. Aber hat man jetzt da nicht ein bisschen mit einer grossen Kelle angerichtet? Wenn ich jetzt die Zahlen noch mal in Erinnerung bringe, Schätzungen ja von der WHO selber, pro Jahr 1 Million Lungenkrebstote verglichen mit 34'000, die pro Jahr an Darmkrebs sterben, vermutlich wegen verarbeitetem Fleisch. Also. Das ist im Vergleich wahrscheinlich relativ wenig, aber wenn Sie die Betroffene sind, die an Darmkrebs erkrankt ist, dann ist es vielleicht schon interessant, sich zu fragen, woran könnte es denn zum Beispiel gelegen haben. Und wenn man sich überlegt, 34'000 sind jetzt doch eine ganze Menge. Das sind Fälle, die man verhindern kann, indem man sagt, Leute, überlegt euch, was ihr esst. Es geht nicht darum zu sagen, ihr sollt kein Fleisch mehr essen oder keine Wurst mehr essen, sondern einfach, was essen wir eigentlich jeden Tag? Wie viel von welchem Lebensmittel sollten wir sinnvollerweise verzehren. Es geht nicht um Verbote, sondern es geht auch darum, mal darüber nachzudenken, was wir eigentlich jeden Tag so essen. Aber wenn wir jetzt ein bisschen hören, bei den Leuten kommt es eben ein bisschen anders an, oder? Ein bisschen kontraproduktiv. Die haben ein bisschen die Nase voll von diesen Warnungen. Hören schon gar nicht mehr zu. Und auch die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, die stört sich ja auch ein bisschen dran. Also, das ist wohl wahr. Aber wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel die Warnung, Rauchen verursacht Lungenkrebs. Das hat viele, viele Jahre gedauert, bis das wirklich mal durchgedrungen ist, bis sich die Leute mit dem Thema beschäftigt haben, bis mal klar war, ja, da gibt es Zusammenhänge, ja, es gibt einen wirklich ursächlichen Zusammenhang. Das hat Jahre gedauert. Ich erwarte nicht, dass die Leute von heute auf morgen ihre Ernährungsweise umstellen, sondern das wird dauern. Und ich denke, da werden auch neue Studien dazukommen, um das noch mehr zu untermauern. Und es dauert, um Ernährungsweisen zu verändern. Ja, und Sie haben ja auch etwas beschwichtigt und gesagt, wir sagen ja nicht, man soll generell verzichten auf Fleisch und so weiter. Aber können wir es jetzt zum Schluss noch etwas konkreter haben? Also, wo ist denn das gute Maß? Das gute Maß liegt, wenn man sich an gängige Ernährungsempfehlungen hält, bei etwa 500 Gramm rotes und verarbeitetes Fleisch pro Woche, wobei möglichst wenig verarbeitet sein soll. Also das sagen die meisten. Da können wir noch nicht spezifischer nennen. Da können wir es nicht spezifischer nennen. Es geht wirklich darum, sagen wir, nicht jeden Tag Wurst zu essen, sondern vielleicht 2 bis 3 Mal die Woche. Dann ist das auch völlig okay. Aber es muss halt nicht jeden Tag die Bratwurst und noch Schinken oder Salami zum Nachtessen sein. Besten Dank, Frau Rollmann, für das Gespräch. Ja, und weitere Informationen zum Thema Fleisch und Gesundheit finden Sie auf unserer Internetseite srf.ch/puls. Und wir kommen zum Schwerpunktthema vom heutigen Abend. Etwa mit 50 nimmt die Leistungsfähigkeit vom Gehör altersbedingt ab. Und das merkt man ja dann vielleicht, dass man in gewissen Situationen nicht mehr so gut hört, aber dass man deswegen gerade ein Hörgerät braucht. Wann braucht man das überhaupt? Ein Kollege aus der PULS-Redaktion hat das abklären. Wir haben ihn dabei begleitet. Motorradfahren ist die große Leidenschaft von Franco Bassani. Dass sein Gehör nachgelassen hat, weiß er. Und daran ist auch sein Hobby mitschuldig. Ich hatte schon als junger Mann so Episoden, wo es recht nachgelassen auf dem linken Ohr mit einem Gehörsturz. Dann ist das wieder ein bisschen besser geworden. Er hat jetzt einfach altershalber abgenommen und jetzt vor etwa 2 Jahren bin ich mit dem TÜV auf der Autobahn unterwegs, den ganzen Sonntag, viel zu lang offensichtlich. Nicht so einen guten Helm gehabt und als ich daheim den Helm abgezogen habe, hat das einfach nur noch gescherbelt im linken Ohr. Mit 48 und voll im Berufsleben ist das nachlassende Gehör für Franco Bassani mittlerweile mehr als nur lästig. Es belastet schon, weil mein Problem ist natürlich, dass ich ständig am Nachfragen bin. Also die Leute reden mit mir. Und jedes zweite Mal muss ich dann sagen, was? Entschuldigung, nochmal. Und das ist dann schon, ja, das ist lästig. Ja, was Andi? Heute soll sich klären, ist es bereits Zeit für ein Hörgerät? Was sind schwierige Situationen für Sie? Klassisch ein Restaurant, wenn das ein bisschen ein halliger Raum ist, habe ich sehr Mühe, wirklich das zu verstehen. Und in letzter Zeit auch im Fernsehen, nachdem. Gedacht, je nach Sender habe ich wirklich auch Mühe, wirklich zu folgen, was gesagt wird, effektiv. Ja. Der Termin beim Hörgeräteakustiker beginnt für Franco Bassani, anders als erwartet, gar nicht mit einem Hörtest. Zuerst soll er noch mal schildern, was ihm ganz konkret Probleme bereitet.
Die Abklärung beginnt dann mit einem Blick ins Ohr. Denn auch ganz banales Ohrenschmalz kann Hörprobleme verursachen. Und auch die Form des Gehörgangs spielt eine Rolle. Das sieht eigentlich sehr schön aus, auch von der Größe her. Sollte das jetzt nicht grosse Probleme geben, selbst wenn man das Gerät nehmen würde, das ganz tief im Gehörgang sitzt. Von außen betrachtet ist also alles einwandfrei. Und endlich beginnt der Hörtest. Wir fangen hier mit Tönen in verschiedenen Höhen. Damit legen wir ihre Hörschwelle fest, also ab dann, wo sie eigentlich den Ton anfangen zu hören. Franco Bassani drückt, sobald er etwas hört. So wird klar, welche Tonhöhen er noch gut hört und welche ihm in normaler Lautstärke Schwierigkeiten machen. Ein Tonaudiogramm entsteht. 21. Fast noch wichtiger aber, wie 19. Steht es um das Sprachverständnis? Beim Test muss Franco Bassani deshalb nachsprechen. 35. 72. 42. Als nächstes hören Sie kurze Wörter, Einsilber. Wenn Sie nicht sicher sind, können Sie auch einfach wieder rätseln. Ei. Ei. Werk. Scherz. Furcht. Furcht. Macht noch ein bisschen leiser, noch ein bisschen schwieriger. Schmutz. Schmutz. Rad. Glas. Glas statt Rad. Eine typische Verwechslung. Nur das tiefe A hört Franco gut. Hohe Laute wie S und T sind schwieriger. Zeit für die Bilanz. 20% Hörminderung in den hohen Tönen. Das ist noch nicht schlimm. Erst im Lärm oder wenn jemand leise spricht, beginnen bei Franco Bassani die Verständnisprobleme. Wenn jemand wirklich leise redet, sie haben keinen Kontext, sie wissen nicht, wovon man redet, sondern das ist jetzt einfach Haus oder Fisch, dann haben sie nur etwa die Hälfte richtig. Ob man da jetzt mit einem Hörgerät das verbessert, das hängt sehr, sehr stark von ihren eigenen Bedürfnissen ab. Es gibt Leute, die sagen, ja, ja, danke schön, das brauche ich alles nicht. Ich bin noch so froh. Und es gibt aber Leute, und ich habe durchaus derartige Kunden, die sagen, das stört mich. Ich will das verbessert haben. Ich hatte doch schon Angst gehabt, dass da etwas Gröberes nicht mehr stimmen könnte. Das ist so nicht eintreten, das ist sehr beruhigend. Auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich natürlich auch ein bisschen gehofft habe, so wie ich das jetzt erlebt habe. Für das gibt es dann wie eine technische Lösung. Eine technische Lösung gäbe es schon. Nur ob sich die bei Frankos leichtem Hörverlust auch lohnt? Versuchen will er es auf jeden Fall. Gut, und da halten wir jetzt kurz rein. Claudia Rebling, Sie sind Hörgerätakustikerin am Hörzentrum Schweiz Luzern und haben uns jetzt hier die gängigsten Modelle mitgebracht. Was gibt es da für Kategorien? Genau, grundsätzlich kann man sagen, es gibt zwei Arten von Hörgeräten. Einmal Geräte, die nur im Ohr drin sind, und Geräte, die hinter dem Ohr getragen werden. Würde ich jetzt so persönlich mal sagen, am liebsten so eins, das möglichst klein ist, das man nicht sieht, das nicht auffällt? Ja, das ist der Wunsch von vielen. Wobei, da muss man sagen, dass man nicht immer nur die ganz kleinen Geräte machen kann. Ob man es im Ohrgerät oder das hinter dem Ohrgerät wählt, hängt letztendlich vom Hörverlust ab, aber auch von der Fingerfertigkeit vom Kunden, von den kosmetischen Wünschen vom Kunden. All das sind Sachen, die man berücksichtigen muss. Also für die, die man im Ohr hat, muss man eben Fingerfertigkeit haben, muss man mit denen dann rumkrübeln, muss man die immer rausnehmen. Grundsätzlich ist es so, es gibt ein Modell, das wäre dieses, wo man 2 bis 3 Monate im Ohr drinnen lässt, zum Beispiel, wo man auch zum Duschen drinnen behalten, Tag und Nacht drinnen behalten, ohne dass man es rausnehmen muss. Dann entfällt eben auch das Ein- und Ausschalten. Bei den anderen im Ohrgerät ist natürlich schon so, dass alles ein bisschen kleiner ist, denn von der Bedienung her. Ja. Und jetzt die anderen, die man da im Ohr hat, die unterscheiden sich einfach von der Größe, oder? Genau, weil die das ist Ohren richtig. Dann, was ist mit den anderen, denen, die man hinter dem Ohr trägt? Da gibt es auch verschiedene Modelle. Genau, da gibt es grundsätzlich verschiedene Arten, verschiedene Größen. Das ist hier zum Beispiel eins, das recht groß ist, wo man nimmt, wenn jemand einen sehr starken Hörverlust hat oder auch für Leute, die mit der Fingerfertigkeit
doch Probleme schon haben. Andere Modelle sind relativ klein. Zum Beispiel bei dem ist es so, dass ein Bauteil vom Hörgerät ausgelagert ist, sodass das Gerät hinter dem Ohr sehr, sehr klein ist und so angenehm zum Tragen ist. Und wie verteilt sich das? Also welche sind am meisten eigentlich? Was tragen die Leute am meisten? Die meisten Geräte sind eigentlich die hinter dem Ohrgerät, egal in welcher Bauart. Ungefähr 10-15% machen dann die im Ohrgerät aus. Und die Preisspanne, die geht ja von 500 Franken bis zu 3'000. Warum dieser Unterschied? Das hängt ein bisschen davon ab, wie viele Features denn im Gerät sind. Vor allem gehen die Features dahingehend, wie es denn eben das Sprachverstehen im Störgeräusch zum Beispiel unterstützt. Wobei es muss nicht bei jedem ein Hightech-Modell sein. Es hängt letztendlich davon ab, hat man zum Beispiel eine Person, die mehrheitlich daheim ist, alleinstehend ist, oder ist es noch ein sehr aktiver Mensch, der vielleicht im Verein noch aktiv ist, wo viele Familienfeiern hat, mal ins Kino oder auch ins Theater geht. Da braucht sicher ein anderes Gerät, das all die Situationen mitmachen kann. Besten Dank für den Moment. Für Sie zuhause, wenn Sie Fragen haben zu Hörgerecht, wir haben Fachleute heute Abend bei uns, die erreichen Sie am Beratungstelefon auf 0848 00 23 23 oder über den Expertenchat srf.ch/puls. Zurück bei Franco Bassani. Für ihn gibt es ein hinter dem Ohrgerät mit dünnem Schallschlauch. Erste Hörversuche. Hören Sie jetzt einen Unterschied? Das ist sehr ungewohnt. Sehr ungewohnt. Sehr ungewohnt. Ja. Ein bisschen hell ist es. Hell. Ist es vorher, ja, ein bisschen heller. Ja, muss es natürlich bis zu einem gewissen Grad sein, weil neue Hörgeräte müssen exakt aufs Hörprofil angepasst werden. Bei Franco Bassani also die fehlenden hohen Töne verstärken. Auf diesen Hosen, das höre ich schon deutlich mehr. Da höre ich viel besser. Das ist enorm. Möglichst die verschiedenen akustischen Umgebungen das ausprobieren. Gehen Sie ins Restaurant, gehen Sie vielleicht auch ans Konzert, wenn etwas ansteht. Schauen Sie, dass Sie sich in der nächsten Zeit vielleicht ein, zwei Mal wirklich auch in schwierigen akustischen Umgebungen sich aufhalten. Versuchen Sie auch zu Hause, Fernsehen zu schauen, normale Gespräche, sich zu achten, wie das jetzt ist. Ja. Gesagt, getan. Eine Woche später wollen wir wissen, wie es Franco Bassani mit den Hörgeräten ergangen ist. Was mich am meisten überrascht hat, ist beim Musiklosen. Dort hatte ich wirklich einen Zugewinn gehabt. Was natürlich vergleichsweise aufwendig ist, ist die ganze An- und Abzieherei. Wenn man einen Pulli an- oder abzieht, ist auch immer die Chance da, dass eigentlich das Hörgerät sich verabschiedet. Das war ein bisschen negativ. Verständlichkeit, wenn es wirklich laut ist, in lauter Umgebung, dort hat es eine gewisse Verbesserung gebracht. Nicht ganz so viel, wie ich mir erhofft habe. Was mich überrascht hat, was wirklich nicht gedacht hätte, wie diskret die Geräte sind. Also zum einen, du siehst es nicht, ich bin nie darauf angesprochen worden. Du merkst es eigentlich auch nicht beim Tragen, das hat kein Gewicht. Trotzdem, 8.500 Franken für seine Wunschlösung an Geräten und Service ist das Kollege Bassani derzeit doch noch nicht wert. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal bleiben. Und wenn ich dann aber mal wirklich schlechter höre, weiß ich etwa, was ich erwarten kann. Studio begrüße ich jetzt Dorothee Viragut, Audiologin am Unispital Zürich. Ist das jetzt eine gute Idee, dass der Herr Bassani da noch ein bisschen zuwartet? Für mich gibt es zwei Aspekte bei dieser Frage. Der erste Aspekt ist die Frage der Neurobiologie. Wenn man anschaut, dass man über längere Zeit nicht mehr gut hört, dann kommt der Hörnerv und das Hirn ein bisschen zum Training aus, mit Geräuschen erkennen und mit Sprache verstehen. Das heisst, es braucht nachher viel länger, bis man sich wieder daran gewöhnt. Also das heisst, eigentlich ein Hörgerät wäre gut, oder? Das würde dafür sprechen, dass man relativ früh anfängt, sich an ein Hörgerät zu gewöhnen. Okay. Andererseits braucht es sicher auch einen gewissen Leidensdruck von der Person dazu. Es braucht eine gewisse Motivation. Man muss bereit sein, sich auch darauf einzulassen, dass man mit dem Hörgerät vielleicht ein bisschen anders hört. Mhm. Und man muss dazu bereit sein und die nötige Geduld und auch Zeit aufbringen. Aber gibt es so Schwellen, wo Sie jetzt klar empfehlen, dass jetzt wäre es wirklich ein gutes Gerät? Oder bei Herrn Bassani sind es 20% Hörverlust gewesen? Ich glaube, es hängt nicht so sehr von der Schwelle vom Hörverlust ab, sondern dann, wenn sich Personen anfangen zurückziehen, sie meiden soziale Kontakt, man merkt, man isoliert sich, man hat Angst, dass es zu Missverständnis kommt, dann ist es sicher ein guter Moment zum Einsteigen. Braucht es auf beiden Ohren? Es ist ja mal unterschiedlich, oder? Wie gut oder schlecht dass man hört. Wenn man auf beiden Seiten ein Hörgerät hat, dann bringt einem das viel Erleichterung, wenn man Sprache verstehen will, vor allem in lärmigen Situationen.
Man ist ausgeglichener und man kann auch besser lokalisieren, woher jemand ruft, woher ein Geräusch kommt. Und von dem her ist klar, dass eigentlich beide Hörgeräte etwas Sinnvolles sind. In der Schweiz gibt es rund 250'000 Hörgeräteträger, aber häufig eben erst, nachdem sie etwa 10 Jahre mit dem Entscheid gerungen haben. Und dann muss man auch zuerst noch zu Schlag kommen mit dem Gerät. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Geschirr, das man in die Abwaschmaschine hineintut, das ist plötzlich einfach laut geworden, wie wenn etwas kaputt ging. Einschränkungen ist zum Beispiel grosse Menschenmengen, also in Gruppen, ist immer relativ schwierig. Es sind einfach die Geräusche, die stark übertönen und die nachher eigentlich einen viel zu hohen Stellenwert einnehmen. Landwirt Christoph Wittmer trägt seit 6 Jahren beidseitig ein Hörgerät. Er brauchte sie, weil er Mühe hatte mit den hohen Tönen. Die ersten Wochen mit Hörgeräten waren für den 50-Jährigen unangenehm. Seine Frau und auch alle anderen, mit denen er sprach, redeten plötzlich zu schrill und lispelten beim Sprechen. Mich hat das völlig irritiert. Ich konnte fast nicht zuhören, sondern ich habe immer auf das Lispeln gehört, oder? Das, all die S finden so, ja, speziell für mich wahrnehmbar gewesen, ja? Weil die hohen Töne ich auch ja nicht gehört habe. Wenn du die Zeitung geschaut hast und Pfirsich blättert, hast du gesagt, leck, der hat auch, der das macht. Wenn man über Blätter Pfirsich tut, oder? Ja, das hast du auch, sonst, ja, auch gar nicht mehr gehört. Das braucht also Zeit, ich denke fast ein Jahr, wo das braucht, bis man so wieder mit dem zu Schlag kommt. Deshalb wurden bei Christoph Wittmer die hohen Frequenzen am Hörgerät nur schrittchenweise verstärkt. Mit der Zeit verschwanden die Irritationen immer mehr. Und die Hühner piepsten wieder normal. Corinne Häuser ist 48 und trägt bereits ihr halbes Leben lang Hörgeräte. Ohne Hörgeräte hört sie nur noch 10%. Als Mitarbeiterin des Verbandes für Menschen mit Hörproblemen berät sie regelmäßig auch andere Betroffene. Von ihnen und aus eigener Erfahrung weiß sie, dass es Durchhaltewillen braucht, bis die Geräte optimal funktionieren. Vorbeigehen und das anpassen und wieder heim und dann meinen, es ist jetzt gut, dass dort geben sie viel auf. Da muss man einfach nochmal gehen. Das ist zeitintensiv, dass er es irgendwie hinbringt. Corinne Häuser hat schon diverse Hörgeräte getragen. Immer wieder hat sie sich mit neuen Hörerlebnissen arrangieren müssen. Am Anfang vor allem muss man einfach sich vornehmen, die Geräte am Morgen rein, am Abend runter und wieder rausnehmen. Und man sollte irgendwie probieren, das durchzuziehen. Weil irgendwann gewöhnt sich das Hirn an die neuen Töne. Und für mich tönt es jetzt, wenn ich mit euch rede, normal. Aber am Anfang war das auch nicht so. Und jedes Mal, wenn ich neue Hörgeräte habe, muss ich mich wieder neu an das gewöhnen. Geräuschkulissen wie hier am Herbstmarkt im Emmental waren früher für Jörg Streit unerträglich. Nach 8 Jahren mit Hörgeräten funktioniert die Technik für den Hobbyfotografen in den meisten Fällen gut. Trotzdem gibt es für den 72-Jährigen auch nach all den Jahren noch Situationen, in denen er sein Gerät als unangenehm empfindet. Also schwierig ist es noch, wenn wirklich sehr viele Leute in einem Saal sind, wo es hallen und man mit jemandem reden will, der, sagen wir, wie ein Wein hockt am Tisch. Und ringsherum ist einfach auch noch Gespräch. Und es wiederholt irgendwie von der Tilly oben runter oder so. Auch bei der Handhabung der kleinen Geräte kämpft er heute manchmal noch mit Schwierigkeiten. Er muss sie regelmäßig putzen. Denn seit er Hörgeräte trägt, produzieren die Ohren mehr Schmalz. Der Unterhalt braucht viel feinmotorisches Geschick. Was ich manchmal ein knurze, ist, wenn ich die Batterie wechseln muss. Dort gibt es bei den neuen Batterien so eine Schutzfolie und die muss man abzupfen. Und das gibt manchmal so ein Problem. Vor allem, wenn man pressieren will, dann rutscht das manchmal weg oder so. Landwirt Christoph Wittmer hat nicht aufgegeben und ist sich bewusst, dass sich beim Hörgerät das Erfolgserlebnis nicht so schnell einstellt wie etwa bei einer neuen Brille, die man aufsetzt und augenblicklich gut sieht. Das ist mit dem Gehör ganz sicher nicht so. Man muss auch nichts erfahren. Das braucht, eben, es braucht Geduld, es braucht wieder wie Anpassung, dass das Hirn das wieder richtig einordnen kann, wenn man wieder etwas hört. Doch die vielen neuen Tonerlebnisse lohnen den Aufwand.
Also nicht aufgeben ist, glaube ich, die Hauptbotschaft. Und wie viel kann man aber auch erwarten von so einem Creme? Wir haben jetzt gesehen, beim Herrn Streit beispielsweise, nach 8 Jahren ist es noch nicht so optimal. Muss man da vielleicht das auch in Kauf nehmen? Ich glaube, es ist etwas ganz Wichtiges, dass man realistische Erwartungen hat und nachher nicht enttäuscht wird, dass es schwierige Situationen gibt, wie zum Beispiel in einem Restaurant, wo es sehr hallig ist, oder zum Beispiel auch Musik hören, ist für viele Personen sehr schwierig mit einem Hörgerät. Also alles kann man nicht erwarten. Aber es braucht eben einen rechten Aufwand und ein paar Besuche dann beim Akustiker. Wie sieht denn das mit den Kosten aus, so einen Service, da, wenn man ständig wieder gehen muss? Ja, das wird von Akustiker zu Akustiker unterschiedlich gehandhabt. Beim einen ist es ein Komplettpreis, das Gerät und Anpassung, teilweise dann auch inklusive noch Nachsorge von einigen Jahren. Und andere Akustiker verrechnet einfach das Gerät als Technikmodul und dann berechnet jeweils den Aufwand separat. Was das Gerät anbelangt, oder je nach Versicherung, die man hat, Krankenkasse, übernimmt die einen Beitrag. Aber dann ist ja noch die AHV und IV. Wie sieht es dort aus? Genau, es ist so, dass die IV und AHV sich daran beteiligen. Das heisst, die IV zahlt für eine beidseitige Versorgung 1650 Franken und die AHV 630 Franken einfach als Pauschalbetrag. Und jetzt so von den Augen, oder? Gibt es ein Sehtraining, dass man da möglichst kann, etwas vielleicht noch rausholen kann? Gibt es das auch für die Ohren? Dass man da vielleicht noch ein bisschen Verbesserung anbringen oder dass es nicht schlechter wird? Ich glaube, das Wichtige ist, dass man im Gehören drin bleibt, dass man versucht, auch wenn man nicht mehr so gut hört, eben Sprache verstehen, sich dem auch aussetzt, aktiv teilnimmt an Gesprächen und so das Hirn, das es eigentlich braucht, dazu eben auch im Training drin bleibt. Besten Dank. Es sind sicher ein Haufen Fragen offen, die Sie jetzt dann gerade im Chat und am Telefon beantwortet. Frau Vera Gut, Frau Rebling, besten Dank. Also Sie können heute Abend noch bis um 11 Uhr Fragen stellen. Es sind Experten bei uns, wo Sie beraten rund ums Thema Hörgerät auf 0848 00 23 23. Der Link in Expertenchat ist srf.ch/puls. Wie schön wäre es, wenn man doch im Schlaf lernen könnte. Das denkt sich wahrscheinlich zurzeit manchen Student an der Uni, der total im Prüfungsstress ist. Es ist auch harte Arbeit, wenn man in kurzer Zeit einen Haufen Theorie in den Kopf hineinbiegen muss. Und dann kommt dann noch die Unsicherheit dazu, ob das auch wirklich im Gedächtnis verankert ist und dass man es wieder anprüfen kann. Jetzt zeigt sich, dass die Idee vom Lernen im Schlaf gar nicht so absurd ist und dass es durchaus eine Ergänzung sein könnte zu den gängigen Lernmethoden. Selbstdisziplin, das braucht man eigentlich hauptsächlich einfach und Sitzleder, oder? Oft wiederholen. Was sonst noch? Pause machen dazwischen. Viel schlafen. Gut essen. Björn Rasch an der Uni Fribourg setzt im Zusammenhang mit verbesserter Gedächtnisleistung vor allem auf eines: Schlaf. Seit 2003 forscht er an der Frage, inwieweit Schlaf hilft, gelernten Stoff besser im Gedächtnis zu verankern. Schüler und Studenten denken, sie müssten so viel wie möglich an einem Stück in ihr Gedächtnis hineinpauken. Und unsere Ergebnisse zeigen, dass tatsächlich das Pausemachen oder der Schlaf an sich eigentlich extrem wichtig ist, um langfristig Dinge erinnern zu können. Das heißt, Studenten und Schüler sollten eher mal eine Pause machen oder sich eine Mütze Schlaf gönnen. Vor allem der Tiefschlaf ist für nachhaltiges Lernen unerlässlich. Das hat Björn Rasch in Versuchen mit Studenten nachgewiesen. Versuchsperson Nathalie soll holländische Wörter lernen. Für sie ist das eine Fremdsprache. In einem Versuch werden ihr holländische Wörter vorgespielt, jeweils gefolgt von der deutschen Übersetzung. Mahlzeit, Essen, Grund, Boden. Nur mit reinem Zuhören kann sie sich 20 von 60 Wörtern merken. Jetzt kommt noch der Faktor Schlaf ins Spiel. Schlafen und wir wecken dich dann in ungefähr 4 Stunden. Gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf und dabei vor allem der Tiefschlaf ist essentiell für das Lernen.
Im Schlaf wird das, was wir am Abend gelernt haben, nochmal neu aktiviert. Sie müssen sich das so vorstellen, wir nehmen abends eine Art Kassette auf in unserem Gehirn und dann wird die im Schlaf, ohne dass wir es merken, nochmal abgespielt und dadurch unser Langzeitgedächtnis trainiert. Um das Ergebnis zu verbessern, geht der Versuch noch einen Schritt weiter. In der Tiefschlafphase werden Nathalie die Wörter nochmals abgespielt, ohne dass sie es merkt. Mahlzeit. Bay. Für. Wörterbuch. Wenn wir jetzt nachts diese Wörter abspielen, können wir diesen spontan auftretenden Mechanismus verstärken. Das heißt, wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass etwas reaktiviert wird und trainieren sozusagen unser Gehirn nachts nochmal zusätzlich und können dadurch eine Verbesserung der langfristigen Speicherung erreichen. Gut geschlafen. Mhm. Ich würde jetzt das Licht anmachen. Ja. So, ganz an wie viele dieser Wörter, die im Schlaf wiederholt wurden, sich Nathalie jetzt wohl erinnern kann? Ja, Björn Rasch macht den Test. Draht. Faden. Faden. Hack. Haken. Haken. Fass. Vase. Vase. Durch das Abspielen der Wörter im Schlaf hat sich Nathalies Gedächtnis verbessert. Von den 60 Wörtern kennt sie jetzt 26. Das sind 6 mehr als ohne die Wiederholung im Schlaf. Der Schlafforscher vermutet, das gleiche Prinzip funktioniert, wenn nicht Fremdwörter, sondern ganze Themen zu lernen sind. Ein Beispiel wäre, wenn Sie jetzt über ein bestimmtes Strafrecht in Jura lernen und dieses Strafrecht hatte einen bestimmten Zusammenhang, zum Beispiel Bankeinbruch, sage ich jetzt mal, dann sollten Sie dazu die bestimmten gesetzlichen Bestimmungen lernen am Tag und dann Bankeinbruch im Schlaf einspielen. Grundsätzlich aber lernen die meisten Studenten gar nicht so falsch. Sie wissen aus Erfahrung, worauf es ankommt. Wenn ich vorm ins Bett gehe, etwas lese und gut schlafe, dann eine Nacht durch, dann weiß ich es am nächsten Tag besser. Also ich kann mich am Morgen besser daran erinnern. Wer sich jetzt noch die passenden Stichworte im Tiefschlaf abspielen lässt, hat das Optimale getan, um den Prüfungsstress erfolgreich zu beenden. Da bleibt jetzt nur noch die Frage offen, wie wir das rein praktisch anstellen wollen, dass man pünktlich auf den Tiefschlaf dann auch berieselt wird. Wenn Sie stattdessen noch Fragen haben zum Hörgerät, ich erinnere Sie gerne noch mal daran, wir haben heute Fachleute bei uns, die erreichen Sie bis um 11 Uhr auf 0848 00 23 23 oder im Expertenchat über srf.ch/puls. Das Wirtschaftsmagazin Eco zeigt heute Abend eine Spezialsendung zum Thema Robotik. Zeigt, wie Roboter besonders auch in der Medizin die Arbeitswelt auf den Kopf stellen. Und jetzt dann gerade kommt es 10 vor 10. Dort sehen wir eine Reportage von der griechischen Insel Lesbos, wie Schweizer Helfer kaum gegen das Flüchtlingschaos ankommen. Bei uns geht es in einer Woche um das Thema Heuschnupfen. Völlig neben der Saison, denken Sie jetzt vielleicht. Nur, wenn man eben eine Immuntherapie machen möchte, sollte man anfangen, bevor wieder alles blüht. Mehr dazu dann in einer Woche. Für heute wünsche ich Ihnen ganz einen schönen Abend und eine gute Zeit. Ade miteinander.